Hi, yo zusammen und herzlich willkommen zu Let's Play Sins of a Solar Empire. Ja, ich bin jetzt wieder voll auf dem Recording-Trip. Und es liegt daran, dass ich mit YouTube so schnell wie möglich wieder weitermachen will, nachdem jetzt die Klausuren endlich vorbei sind. Also ich habe es überstanden. Irgendwie zumindest. Es war nicht super, aber geht schon. Und von dem her müsste das jetzt eigentlich dann ganz gut sein. So, Aufnahme läuft. Mikrofon ist da, perfekt. Dann schalten wir auch gleich um. Und dann gucken wir mal. Jetzt derjenige, es tut mir wirklich leid, ich weiß, ich habe noch nicht viele Abonnenten, aber Gedächtnis, ne? Schwierige Sache bei mir manchmal. Es hat jemand einen Kommentar geschrieben und ich bin zu faul, um es rauszusuchen. Ein Wunsch war es. Ein Wunsch. Wohin, Commander? Darüber, mit welchem Volk ich als nächstes mal spielen soll. Derjenige möge es doch bitte nochmal schreiben. Ich kann es nicht versprechen, dass es dieses Volk sein wird. Konstruktionsbuchten? Ich weiß gar nicht mehr. Also ich kann es nicht versprechen. Ah, nee, strukturell integriert. Doch, einmal Buchten. Forschung abgeschlossen. Glaube ich. Oder waren es die Undocks? Ich weiß es nicht. Ich habe doch irgendwo eine komplett ausgebaute Basis gehabt, oder? Ja, genau, die Undock-Docks. Streitkräfte zu reparieren und Antimaterie aufzufüllen. Genau, das war das. Forschung abgeschlossen. Da fällt mir ein. Bereit. Fahren Sie fort, Techcom. Guten Tag, Commander. Hier fehlt eins. Na gut, muss man mal gucken. Also ich baue jetzt erstmal hier die Dinger auf. Forschung abgeschlossen. Hab keine Metalle mehr. Brauche mehr Metalle. Na gut. So. Schön Kohlescheffel, ne? Weitere so. Forschung nötig. Ja. Wo ist das Ziel? So, Fregatte. Zeit ist knapp. Nur schnell. Mhm. Oh oh. So, wo fliegt denn der hin? Die beiden? Okay. Der runter. Und der darüber. Genau, weil da fehlt mir noch einer. Und hier habe ich auch einen erdähnlichen Planeten. Und hier muss ich auch noch ausbauen. Fehlen schon wieder Kristalle. Metalle. Ach, mein Gott. Aber Geld kriege ich sehr gut. Ihr seht, wie geldgeil ich in diesem Spiel bin. Ich kriege so viel Kohle rein. Und das ist natürlich richtig nice. Es hieß auch, ich soll doch bitte schön den Titan... wenn ich den Titanen spiele, hier auf Angriff alles hochmachen. Mache ich auch noch, aber erstmal möchte ich den Titan erforschen und aufbauen. Weil dann kann ich ihn nämlich schon mal ein bisschen leveln. Das ist dann auch nicht schlecht. Und ich glaube, das Rote Imperium hier zerstören wir als erstes. Die Hand Illos, die kann weg. Obwohl, warte mal, wer ballert denn hier die ganze Zeit immer? Abgeschlossen. Hier gibt es doch immer... Enttäuscht uns nicht in dieser Sache. Auftrag? Ja, was wollt ihr? Übergeben Sie Metall. Will ich mit denen gutgestellt sein? Die Lilanen. Auf der anderen Seite. Boah. Ausgezeichnet. Sie sind doch vielversprechend. Machen wir's halt mal, ist ja egal. Wohin jetzt? So, Aufklärerfregatte, die kann hier rumfliegen. Komm, Link online. So. Und dann schauen wir mal, wo gehen wir als nächstes hin? Ich habe gesagt, die Roten greife ich an, aber ich möchte noch ein bisschen warten, bis ich den Titan gebaut habe. Weitere Forschung nötig. Ja, genau, das wird es. Da muss ich noch ein bisschen warten, aber dann geht's. Dann bauen wir den Titan. Nice, nice, nice. So, die Sternbasis ist fertig. Dann können wir hier bauen. Und die müsste doch da drüben jetzt dann angekommen sein und bauen, oder? Wo fliegt die denn? Da ist sie, ja, genau. Wunderschön. Forschung abgeschlossen. Dann schauen wir mal, dass wir alle Sternbasen ausrüsten. So wie sich das gehört. Hier habe ich keine.
Ja, ich habe nur in den Ecken gebaut. Unsere Flotte wird angegriffen. Zeigen wo? Sie mir die Richtung. Achso, Aufklärerfregatte. Phasensprung vor. Das ist ja nicht sehr schlimm. Wenn die angegriffen wird, das macht nichts. Ah, guckt mal, da haben sie einen Wüstenplaneten. Mit wenig Loyalität. Meine Loyalität schaut ganz okay aus. Ist nicht perfekt, aber es geht. Hauptplanet Upgrade. Ne, das brauchen wir jetzt auch nicht. Ah, hier können wir noch Notfallstrukturen und taktische Kapazitäten bauen. Genau wie hier. Nicht ausreichende Metalle. Ja, kauf mal so ein paar. Weil das lohnt sich schon, die Dinger hier aufzurüsten. Die Forschung Planeten. Abgeschlossen. Hier auch. Nicht ausreichende Metalle. Ah ja. Zusätzliche Credits benötigt. Ja, die Credits, die habe ich ja schnell drin. Credits schaut sich benötigt. Das an. Ich bin bald bei 100. 100 pro Tick. Das ist. Zusätzliche Credits. Ich als Sins of a Soul Empire Noob sag, das ist gut. Abgeschlossen. Das müsste ganz gut sein. Soll zerstört werden? So, und jetzt schauen wir mal, dass wir hier die Fregatte darüber bringen. Können wir den Titan jetzt bauen? Das habe ich natürlich alle Geldmittel, die ich gekauft habe für den Titan, wieder weggeschmissen. Muss ich wieder warten. Aber okay, Zeitbomben. Forschung abgeschlossen. Ach, was gibt's denn hier noch so Schönes? Erledigen Sie das schnell, falls Sie das Wohlwollen der Unity gewinnen möchten. Die Psy-Salads, die wollen auch Metall. Ne, die sind mir egal. Ein Energieanstieg von enormen Ausmaßen wurde entdeckt. So, der Lilane, ja, der macht hier mit so Sprengköpfen. Deswegen will ich den eigentlich als Verbündeten irgendwie gewinnen. Das könnte nämlich ziemlich nützlich sein. Erwarte Befehle. Sie wählen aus, ich mach den Rest. So. Jojojo. Bauwerk komplett. So, hier bauen wir jetzt wieder den Kram auf. Du weißt, dass du hier eine Sternbasis bauen sollst, ne? Na du Schiff. Da hinten haben wir einen grünen Stern. Phasensprung abgeschlossen. Okay. Ein bisschen nah sind die beiden Sternbasen, aber na gut. Ist jetzt halt so, ne? Ein Energieanstieg von enormen Ausmaßen wurde entdeckt. Oh Gott. Planetenentwicklung der grüne. Vielleicht sollte ich mich doch erst um den grünen kümmern. Der scheint mir schlimmer zu sein. Von der Stärke her. Ja, die sind ziemlich böse. Die kommen aber ganz gut zurecht hier, die beiden. Das gefällt mir nicht. Ja, den grünen, den müssen wir irgendwie versuchen wegzuhauen. So, ich spare jetzt aber trotzdem noch. Also ich baue noch die Sternbasen hier auf. Soweit es halt geht, ne? Planetenentwicklung abgeschlossen. Gut. Und Energieanstieg von enormen dauernd diese mit ihren dauernd experimentellen Waffen und diesen Blödsprengköpfen. Hier also, aha. Oh, da hat er aber viel. Sternenbasis, Handelsposten und so. Ja, geht eigentlich. Müsste gehen. Zerstört werden? Müsste gehen. Höchste Zeit. So. Reparaturwerften habe ich immer gerne in der Nähe der Sternenbasis. Ich weiß, ich habe schon die Undock-Docks. Trotzdem glaube ich, dass die ziemlich nützlich sein dürften. Planetenentwicklung abgeschlossen. Deswegen baue ich da jetzt noch mit extra Reparaturwerfen hin. Ah, seht's mal, da hätte ich das Ding hinbauen sollen. Naja, gut, ist jetzt egal. Pech gehabt, so ist es jetzt halt. Dann reißen wir das Ding hier wieder ab. Bauwerk komplett. Da haben wir auch schon Reparaturwerften, wunderbar. Genau. Und geldmäßig schaut das immer noch gut aus. Die wollen, dass ich vom gelben Schiffe zerstöre. Nee, vom roten. Na, das ist jetzt nicht mein Ziel. Wirklich nicht. Nur schnell. Könnte ich aber machen, dann gehe ich hier kurz hin, zerstöre ein paar Schilde und gut ist. Na, das müsste ja passen. So, ein paar Kristalle verkaufen. Dafür ein paar Metalle kaufen. Und dann sehen wir mal weiter hier. Zusätzliche Credits benötigt. Ich weiß, dadurch, dass ich da und hier die Sternbasen aufbaue, verzögert sich das mit dem Titan um Längen.
Aber wenn ich jetzt dann gleich aggressiv durch die Gegend fliege, möchte ich da einfach auf der sicheren Seite sein. So, gib Kohle, gib Metalle, gib Kristalle, gib alles. Nicht ausreichende Metalle, ja, nicht ausreichende Metalle. Alle Energie auf den Sprungantrieb. So. Und dann haben wir das. Gut. So. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Wo? Ach! Wir haben irgendwo Kultur Eumelos. Wo ist Eumelos? Wo ist das? Wo ist ein Eumelos? Unsere Kultur hat unseren Feind auf Eumelos neutralisiert. Aber wo? Das muss ja irgendwo in der Nähe sein. Hier ist es nicht. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Nein. Ah, hier hinten. Ah, schicki. Schicki Sache. Cool. Ja, das ist das mit der Kultur, wenn man da nicht aufpasst, ne? Böse, böse. Zeit ist knapp. So, sind die jetzt alle da? Und springt endlich. Was? Ja. Höchste Zeit. Aufgepasst. So, da geht's jetzt lang. Nur schnell. Jetzt sammeln wir uns erstmal hier. Höchste Zeit. Ja, die Lazarus. Aufgepasst. Wird unser Flaggschiff für diese Flotte. Okay. Warum? Wie ist das jetzt eigentlich? Jetzt mal eine ganz, ganz blöde militärische Frage. Oh, hier kann ich noch was bauen. Was bauen wir denn da? Ah, den Slot, den hebe ich mir noch auf für später. Soweit ich weiß, heißt es bei Flugzeugen Flotte und bei Schiffen Armada. Aber bei Schiffen kann es, glaube ich, auch Flotte heißen. Schiffsflotte. Unsere Verstärkung, das ist so ein bisschen seltsam. Also das scheint eher um die Größe zu gehen. Was soll zerstört werden? Als um was es sich genau handelt. Bestätigt. Aber meine ursprüngliche Frage wäre jetzt gewesen, warum sagt man bei Flug, also bei Space Shuttles und so Zeugs, also bei Raumschiffen Flotte? Weil sie fliegen ja statt zu schwimmen oder zu fahren. Also das ist so, wo ich keine Ahnung habe. Und das merkt sie auch. So, Titan, keine Großkampfschiffe mehr. Dann müssen wir das doch irgendwie hier so erforschen. Wo waren das nochmal? Hier. Oben. Los geht's. Nur schnell! So. Die wollen, dass sie vom grünen Schiffe zerstört. Das können wir machen. Das ist kein Problem. Der Geheimdienst warnt vor einem bevorstehenden Piratenüberfall. Ja, aber nicht auf mich. Noch gehen sie auf die Psy-Salads. Was soll zerstört werden? So, Sprung aktiviert. Ein Angriff auf das Empire ist noch profitabler geworden. Ja gut, die können sich gegenseitig kaputt hauen, das soll mir nur recht sein. So, springt ihr jetzt auch mal! Ein Energieanstieg von enormen Ausmaßen wurde entdeckt. Die schießen schon wieder wild durch die Gegend. Alle Energie auf den Sprungantrieb! Zeit ist knapp! Wir sollten doch gemeinsam springen. Was ist denn das jetzt hier? Phasensprung abgeschlossen. Viel hat der ja hier nicht auf Serpientia. Planetenentwicklung abgeschlossen. Na gut, wie auch immer. Dann gehen wir halt danach dann hier auch nach Kolliop und gut ist Kolliope. Was soll zerstört werden? Wie auch immer. Wir machen das jetzt hier, versuchen ein paar Schiffe zu zerstören. Zeit ist knapp. Hier den Sucher zum Beispiel. Kann man mit Sicherheit sehr gut zerstören und dann. So weiter. Kann nicht jetzt den Titan bauen. Weitere Forschung nötig. Keine Flottenkapazität. Na gut. Hilft ja nichts. Angriff hieß es. Gut, dann machen wir jetzt mehr hier. Kristalle benötigt. Ein bisschen was auf. Oh, das ist aber teuer. Ein Energieanstieg von enormen Ausmaßen wurde entdeckt. Was soll zerstört werden? So. Ach so, soll ich gar nicht mehr machen. Habe ich das abgelehnt? Oder habe ich das... Keine Ahnung. Knapp. Egal. Bestätigt. Höchste Hier Zeit. Geht's zurück. Zeit ist knapp. Höchste Zeit. Aufgepasst.
So. Was soll zerstört werden? Und jetzt fliegt ihr bitte wieder dahin. Höchste Zeit. Und ich müsste jetzt doch dann bald in der Lage sein, Titan zu bauen. Ja, genau. Titan. Sehr schön. Ich glaube, der hat nämlich sehr gute Fähigkeiten. Ist ein richtiges Monster. Forschung abgeschlossen. Ja, genau. Da fällt mir ein, ich könnte hier doch... Na? Zusätzliche Credits benötigen. Na? Oh, wie viel Geld mache ich denn jetzt? Schön. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Na, dann baue ich hier nochmal Sternbasen. Ich kann ja überall eine bauen. Und dann... Enttäuscht uns nicht in dieser Sache. Also wenn er mir jetzt wieder kommt mit Zerstörzeug... Na, vergiss es, keine Lust. So. Raketenbatterie, Raketenbatterie. Schießt die da wirklich drauf? Ah ja, guck's mal. Piu, piu! Forschung abgeschlossen. Vielleicht schafft die Raketenbatterie das noch. Höre laut und deutlich. Ja. Oh, die macht gut Schaden hier. Doch, gefällt mir. Die Werft könnte noch zerstört werden. Und das ist eine große Werft, so das Ding ist teuer. Das kostet schon ein bisschen was. Also geschenkt ist es jedenfalls nicht. Ne? Wenn ich jetzt hier schaue, große Werft. Ja, es geht. Okay. Ist eigentlich doch geschenkt. Aber wie dem auch sei. So, Titan wird bald fertig, ne? Vielleicht, maybe, wer weiß. Bauen wir nochmal zwei Konstruktoren. Konstruktschiffe. Sternbasen. Forschung abgeschlossen. Das klingt wie der. So ein bisschen wie der Bunker aus Brood War. Passt mal auf, wenn ein oder das Dropship, wenn Leute eingeladen werden. Klingt ziemlich ähnlich. Fällt mir. So, Konstruktionsfregatte. Bau mal hier eine Sternbasis hin. Und die nächste gleich hier vor die Werft und gut ist. Das müsste dann passen. Forschung abgeschlossen. Dann hier in die Nähe noch so ein Ding. Na, vielleicht warten wir da noch. Obwohl, eigentlich müsste ich das doch hinkriegen, oder? So, ist das jetzt. Ja, so gefällt mir das schon eher. So, und dann hier noch ein Ding. Was ist denn das hier? Schildgenerator. Ah, ja. Der macht, umhüllt den Planeten mit Kraftdinger gegen Bombardierung schützt. Okay. Klar, wieso nicht? Warum denn nicht? So. Sieht doch ganz ordentlich aus. Forschung können wir auch noch hier diese, was sind das? Laserwaffen, oder? Titanen, Kampfschiffe, Frequenzen. Nee, das sind Raketen. Das ist Kalibermunition. Das müssten doch Laser, ja genau, Laser sein. Laserstrahlenwaffen und so. Genau. Ja. Nicht ausreichende Metalle. Ja, dann kaufen wir halt ein paar Kristalle. Metalle. Ja. So, hier hat's einen neuen. Ach, das sind schon wieder zwei. Boah, der ist aber schnell unterwegs. Gut, schicken wir die beiden da hoch. Bauwerk komplett. Wir hätten noch zwei gebaut. Ne, jetzt ist Schluss, oder? Ja, jetzt ist erstmal Pause, genau. So, Handelsdinger bauen wir auch. Und das ist doch dann richtig, richtig gut. So, dann speichern wir das hier mal ganz kurz ab. Sehr schön. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen.
Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut. Thank you.